Willkommen zurück zu einem neuen Part. Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Wie ihr hoffentlich gesehen habt am Anfang, ich muss das wohl zusammenschneiden, habe ich die beiden Mobs schon gemacht. Der Todesabt war ja unten in der Kanalisation, da wo Vaan seine Ratten besiegt hat. Und der Guckatrice ist aufgetaucht. Ich brauche mal die Karte. Giza eben. Hier, Nordufer der Gizas. Also die Auftraggeberin war hier bei den Guckatrice, bei ihren Kokatrice, diesen Vögeln da in dem Gehege. Und hier auf dem Gebiet war die Guckatrice Mama mit ihren Babys. Die tauchen allerdings nur auf, wenn man vorher alle Gegner auf der Map besiegt, also in diesem Gebiet, dann das Gebiet verlässt und wieder reingeht, dann tauchen die auf. Nur mal so zur Erklärung. Okay. Ich habe in der Stadt noch ein paar Sachen versucht zu kaufen. Ich habe nicht genug Geld gehabt bisher. Es fehlt noch ein bisschen was an Ausrüstung für Barsch und Pennello, glaube ich, was. Und noch ein Zauber, ich glaube Gravitas. Ich habe nicht genug Geld gehabt, aber das sollte nicht das Thema sein gerade. Von daher gehen wir jetzt einfach mal weiter. Weil in dem Gebiet hier kann ich auf jeden Fall ganz gut leveln, das weiß ich. Oder beziehungsweise Items farmen zum Verkauf. Die Ogirjensa Sandsee. Wahn, beweg deinen Arsch hier rüber. Sofort. So, where exactly is Wraithwall's tomb? Far to the west. We must first cross the Ogirjensa, and beyond that, the Namjensa, before we reach the tomb. An expanse of desert larger still than all of Delmasca. We must pace ourselves. If you grow tired, we stop and take rest. You don't have to worry about me. I'm tougher than I look. You are at that. Okay, was wir allerdings brauchen, da hat uns der andere Typ vorher schon gewarnt, in der anderen Map, wo wir gerade angefangen haben, irgendwie Analyse. Um Waffen, um Fallen zu sehen. Ah, hier. Die Fallen sieht man nämlich nur, wenn man Analyse hat. Barthea hat das ja sowieso schon drauf. Ah, ihr seid genau die, mit denen ich Items farmen will. Die Kapturine sind nämlich einiges wert. Das werde ich nach dem Part auf jeden Fall auch machen. MPTP, das ist irgendeine Technik auf jeden Fall. Cool. Hätten wir das auch. Was haben wir denn hier? Karte der Ogirjensa Sandsee. Und hier Namjensa Sandsee. Ich glaube, da gibt es auch einen Mob. Also ich war noch mal im Sandmeer und habe an der Tafel geguckt. Mont Blanc hatte nichts für mich. Aber es gab was an der Tafel. Nämlich hier, himmlisches Gebrüll. Der Steckbrief von Vivan Lord Rang 2 entdeckt. Der Name des Auftraggebers so und so. Mit Schamal gesprochen und den Auftrag angenommen. Er hat auf einer Erkundungsmission in der Wüste den Flugdrachen Vivan Lord gesichtet. Bevor es zu Opfern kommt, soll dieser unschädlich gemacht werden. Der Drache macht im Moment scheinbar die Gegend am Anfang der westlichen Namjensa Sandsee unsicher. Ja, ein Vivan Lord. Warum denke ich da sofort an Ratian und Rathalos? Stufenaufstieg für Barsch. Pennello hängt noch hinterher. An euch kleinen Tomaten werde ich mal trainieren lassen. Ein Zauberstock. Kann das jemand tragen?
Vielleicht, allerdings. Nee, es kann keiner, wenn ich das so sehe. Keine Ahnung. Kommt der hier, Tomate? Hm? Man muss das mal ansehen. Ach du liebe Zeit. Ja. 86 EP, das ist nicht viel. Aber hier gibt es wahrscheinlich auch viele von diesen Tomaten. Ihr könnt mir eh nicht viel, so wie es aussieht. Falls man sich wundert, Bash hat stumm wegen dem Item, das er trägt, dem Accessoire. A construct to draw oil from the ground, abandoned many years now it seems. Did Dalmaskans build this? No, the Rosarians. Their empire lies far to the west, ever at war with Arcadia. Heedless of the kingdoms caught in their midst. Dalmasca, Nebradia, Landis. Tis the small craft's fate to watch the list of the galleons and pray for light winds. Vosla. Vosla. Why are you here? Imagine my surprise when upon my return to Bogerba, I find both you and the Lady Ash have vanished. I thought you above consorting with sky pirates. Balthier is a man worthy of our trust, and it was the Lady Ash's decision. I am content to lend my arm. As I could not when Rassla died, when her throne was taken. Never again. I will defend her this time. You walked the knight's path. The Lady Ash? We should leave this place. Let me guess. Sandstorm? Something far worse. I see. So the Dawn Shard does lie in King Wraithwall's tomb. The Marquis sympathizes with your plight, yet the Empire perches as a carrion bird on his shoulder. He can keep whispers of your abduction silent for only so long. Yes. Tell me, Vossler, what have you accomplished? We leave at once. This is Urutan Yensa territory, and they are unfond of visitors. Oh. Sandpiraten oder was? Interessant. Looks like we've attracted the wrong sort of attention. Let's quit this place while we still can. Move! Vossler! Have you found the means to restore Dalmasca? First, we must claim the Dawn Shard. It all begins with that. Juhu! Cool. Ich hätte es auch mit den dreien allein geschafft, so ist es nicht. Weil je mehr Leute, desto besser das Training. Und so schneller geht's. Was hat der denn für ein geiles Schwert, Vossler mittlerweile? Ich weiß nicht, ob er das vorher schon hatte, aber das ist ja richtig episch. Ah, war klar, dass er da reintappt. Ich glaube, da unten sind schon diese anderen Viecher. Diese Typen auf den Sandfischen. In der Tat, Stufe 14 haben die. Och. Angriff!
Ist ja süß. Der tast. Juhu, Penelo ist aufgestiegen. Schöne Sache. Dann können wir gleich wieder die Mitglieder tauschen. So, jetzt haben wir zwei gute Kämpfer und zwei Fernkampfwaffenbenutzer. Wechsle ich aber mal zu Ash. Weil ich stehe lieber vorn. Greife an. Kommt ihr mal her. Ein Goldamulett hier, schau mal an. Was haben wir denn da Schönes? Die nach einem Kampf verteilten Lizenzpunkte verdoppeln sich. Ja, hallo. Das ist ja richtig schön. Wem geben wir das denn mal? Bauwertanalyse. Also es war Lizenz 6, brauchst du. Können es alle wieder nicht tragen. Mann, Mann, Mann. Ich habe wieder ordentlich gesammelt. Accessoire Lizenz 6. Die ist wo bei ihm? Irgendwo hier. Hier. Barthier hängt aufgrund seines, ja, dem, was ich ihm gegeben habe, irgendwie hinterher mit seinen Lebenspunkten, mit seinem Angriff. Ich weiß auch nicht, ich will bei ihm vielleicht mal ein bisschen zumindest das pushen. Kriegt er jetzt doppelt so viel. Kann ich mit ihm auch mehr machen. Auf dem Brett. Mal sehen, ob sich das dann schon lohnt. Vielleicht kann ich das Teil ja sogar farmen, wenn ich hier da hin und her renne. Das werde ich nämlich machen, nach dem Part. Je nachdem, wie weit ich komme. Weil das ist ja ganz schön groß hier. Das Gute ist wirklich, dass man jetzt so schnell laufen kann. Also das mit dem Turbo-Modus ist einfach super. Stellt sich vor, man muss so langsam wie die normalerweise laufen, das ganze Ding ablaufen. Und das hat man früher ja machen müssen. Ging halt nicht anders. Ne? Ich will schon alles ablaufen, ehrlich gesagt. Auch wenn es ein bisschen dauert. Und so habe ich die ganze Karte auf und kann dann... Ihr habt alles gesehen und ich kann hier trainieren. Und Items farmen. Die Frage ist, woran ich farme. An den Dingern hier oder an den Kaktor? An den kleinen Alraunen, wie sie heißen. Die hier geben mir Erfahrungspunkte. Bisschen mehr. 96. Was ihr da angreift, ist aber auch nicht schön. Bei mir fehlen Tomate. Ach, egal. Oh, was haben wir denn da? Etwas, das fliegt. Was? Das klingt wie nach einem Katana. Das, was ich mit Ash schon habe. Willst du mich rollen?
Naja, wie soll ich wissen, dass man das finden kann? Wo ist das Flugviehchen? In Wyvern. Ah, den kann ich nicht angreifen. Ich kann schon. Beziehungsweise Vossler kann. Glaube ich. Nee, der muss mal hier rein, dass falls er was fallen lässt. 170, cool. Dass er es hier rein droppt. Hat Vossler eine coole Waffe, ey. Sieht richtig cool aus. Die haben alle Hass, die Viecher, ne? Oder fast alle. Paff, abgeknallt. Stille? Ja, ist mir egal. Ein Donnerfang und eine Phönixfeder. Okay, danke. Ich weiß mal gar nicht, wo man hingehen soll. Das ist einfach schlimm. Es ist so verwinkelt hier. Das habe ich auch noch gemacht. Willst du mich verarschen? Wo kommt man da hin? Oh, schau an. Schön. Händler Dice, hallo. Hoppla, ich hätte nicht damit gerechnet, hier neben den hässlichen Urutan-Fratzen noch andere Gesichter zu treffen. Wir sind auf Sandfischjagd. Und was führt euch in die Wüste? Ihr seht mir wie Abenteurer aus. Ihr seid doch nicht etwa auf Schätze im Tal der Toten aus? Das Tal der Toten? Das wäre lebensmüde. Wer sich da reinwagt, soll von dem Monstervogel in Empfang genommen werden. Ah ja, das war das. Und der ist nicht gerade freundlich, habe ich mir sagen lassen. Wie sieht's überhaupt mit eurer Ausrüstung aus? Die Jensersandsee ist weit. Wenn ihr was braucht, teile ich meine Habe gerne mit euch. Für ein paar Geld, versteht sich. Hahaha. Seht ihr? 363 Geld pro Kakturine. Das ist schon ordentlich. Deswegen möchte ich gerne bei den Kakturinen farmen. Bei den Alraunen. So war's. Zypressenstab. Ich glaube nicht, dass das jemand braucht. Dass jemand das kaufen, dass jemand das tragen kann. Nee, war es hier kann, glaube ich, dann, wenn ich das weitermache mit ihm, irgendwie Ruten oder sowas, Zepter, aber keine Stäbe. Du hast nichts, was mich interessieren könnte. Nee, da möchte ich ehrlich gesagt noch nicht hin. Aber schön, dass wir hier so einen Speicherstab haben. Speicherkristall. Ich möchte aber noch mehr erkunden. Kann man wieder was abgehen? Das hatten wir ja eben auch schon mal.
Und nichts finden? Das ist schade. Ein paar Aufstellungen. Ich hätte gern mehr von den Goldamuletten. Das wäre echt cool. Okay, da geht's auch weiter. Ich möchte wirklich erstmal hier alles aufdecken. Das müsst ihr verstehen. Es ist zwar verdammt viel, da liegen Items. Prise, Kaminpulver und Seife. Was seid ihr denn für Fische? Kommt her. Fischschuppen. Machen eine leckere Fischsuppe. Obwohl, ich bin ja kein Fischesser. Außer einer Thunfischpizza oder Fischstäbchen. Oder mal was von Nordsee. Selten. Wirklich selten. Lieber Fleisch. Rampapapapam. Wir räumen hier auf. Wir gehen hier durch. Halt mal auf, hier die Prinzessin anzugreifen. Cool, ich finde es. Ich weiß nicht, wann Vossler wieder geht. Ich hoffe mal, ich gehe nicht irgendwie zu weit und der haut dann ab. Weil ich kann den echt gut gebrauchen. Merkt man ja. Das habe ich nicht gesehen. Weil Balthier eben den Analyse. Dein nicht mehr. Moment. Nicht mehr trägt. So, sehen wir jetzt noch alles? Oder haben wir gerade alles, was ging, ausgelöst? Hier sind wieder Tomaten. Ist doch scheiße. Item. Ein Allheilmittel und hier ein High-Ether. Gute Items vor allem. Potions sind ja jetzt schon nicht mehr so gut. Der da wie Balthier hinterherhängt mit den Lebenspunkten, das ist echt nicht gut. Achso, das, was dunkel ist, habe ich noch nicht erkundet. Dann hätte ich unten vielleicht gleich mal abbiegen sollen. Gut, ich gehe jetzt erstmal hoch, wenn ich schon mal hier bin. Ich glaube, den Rest kann ich auch später erkunden, im nächsten Part. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bei Final Fantasy XII The Zodiac Age, bei der Erkundung der Sandsee.